Moin von Horst und damit willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Moin vor allem an unsere Urban Jungle Fans. Vielleicht kennt ihr ja unser kleines Format aus unseren Instagram-Stories von unserem Instagram-Account, wo ihr uns gerne folgen könnt für noch mehr DIY-Inspiration. Den verlinken wir euch unten in unserer Bio. Ja, heute haben wir uns gedacht, zeigen wir euch, da euch das Urban Jungle-Format so gut gefällt, mal ein größeres Projekt zum Thema Urban Jungle. Hier haben wir uns für einen IKEA-Hack entschieden und wollen euch heute zeigen, wie wir dieses coole Gewächshaus einfach selber bauen. Zuerst einmal wollen wir euch aber erklären, worauf ihr hier achten müsst, was ihr alles benötigt für dieses Gewächshaus. Und damit beginnen wir dieses Video erstmal und später zeigen wir euch dann, wie wir Schritt für Schritt alles bauen. Das Gewächshaus eignet sich besonders gut für Pflanzen, die normalerweise in tropischen Räumen heimisch sind. Denn in dem Gewächshaus wird später ein recht feuchtes Klima entstehen. Das entsteht einfach dadurch, dass die Töpfe, wenn man sie gießt, eben danach diese Feuchtigkeit wieder in die Luft abgeben. Auch die Pflanzen geben über ihre Poren wieder Feuchtigkeit in die Luft ab. Und so entsteht dort eben eine viel höhere Luftfeuchtigkeit als bei uns im Zimmer, sodass eben tropisch heimische Pflanzen dort sich besonders wohlfühlen werden. Wir müssen also zum einen darauf achten, dass diese Feuchtigkeit irgendwie in der Vitrine enthalten bleibt. Das heißt, neben der IKEA-Vitrine, die ihr natürlich benötigt, wir haben uns hier für die Woodstar-Vitrine entschieden. Es gibt aber mehrere Vitrinen, die ihr da generell verwenden könnt. Achtet einfach darauf, dass sie viele Glasflächen hat, damit eben genug Licht hineinscheinen kann und dass sie eben aus Metall ist. Wie gesagt, wollen wir eben darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit in der Vitrine enthalten bleibt. Daher brauchen wir neben der Vitrine außerdem Dichtungsstreifen, die wir dann hier in den Zwischenräumen anbringen. Wir brauchen natürlich Pflanzenleuchten, geeignete Pflanzenleuchten, die eben Tageslichtspektrum haben, von dem unsere Pflanzen dann wachsen können. Wenn ihr das Gewächshaus an einen sehr, sehr hellen Ort stellt, dann sind diese Pflanzenleuchten gegebenenfalls nicht nötig, aber in den meisten Fällen empfiehlt es sich auf jeden Fall, zu Pflanzenleuchten zu greifen. Neben der hohen Luftfeuchtigkeit und des Lichts ist für die Pflanzen außerdem die Temperatur sehr wichtig. Wir wollen also ein warmes, tropisches, feuchtes Klima erzeugen und brauchen daher eine Möglichkeit, dieses Gewächshaus aufzuheizen. Wir haben uns hier für ein Heizkabel entschieden. Ihr könnt sehen, wie das hier so hinten entlang läuft. Das bekommt ihr einfach in der Zoohandlung im Terrarienbereich. Dort könnt ihr diese Heizkabel zum Beispiel kaufen, die normalerweise dann für Reptilien und Terrarien geeignet sind. Und die eignen sich dann eben auch für unser Gewächshaus. Des Weiteren müssen wir sicherstellen, dass die Luft in der Vitrine zirkuliert. Das beugt einfach Schimmel vor. In der Natur gibt es Wind und dieser beugt eben vor, dass sich Bakterien auf den Blättern bilden und sich eben Schimmel auf der Erde bildet. Das bedeutet, wir haben hier zwei Ventilatoren eingebaut. So kleine Tischventilatoren haben wir da benutzt und die funktionieren eben super, um eben diese Zirkulation kontrollieren zu können. Außerdem hilfreich beim Bau des Gewächshauses ist doppelseitiges Klebeband sowie Klebeband generell, um später die Verkabelung ordentlich anzubringen. Und wer möchte, der kann natürlich noch zu weiteren Maßnahmen greifen, wie zum Beispiel Rostschutz. Man kann die Vitrine zum Beispiel von innen mit Rostschutz streichen und eben eine Schicht Rostschutz auftragen, damit wegen der hohen Luftfeuchtigkeit eben sichergestellt wird, dass die Vitrine von innen nicht rostet. Ihr könnt außerdem zum Beispiel noch zu einem Zeitschalter greifen und eben so dafür sorgen, dass sich regelmäßig die Lichter und Ventilatoren aus- und anschalten und natürlich auch das Heizkabel, um dort eben nicht manuell hinterher sein zu müssen. Dann vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs zu den geeigneten Pflanzen für das Gewächshaus. Wie gesagt, mögen besonders Tropenpflanzen es dort, denn sie bevorzugen ein sehr feuchtes Klima, feuchtes, warmes Klima. Wir haben uns dazu entschieden, unten unsere Tropenpflanzen hier anzuordnen, da unten ein bisschen weniger Licht hinscheint als oben, wie ihr sehen könnt. Viele dieser Pflanzen sind eben Pflanzen, die es an halbschattigen Orten sehr bevorzugen.
oder die halbschattige Orte sehr bevorzugen. Und oben seht ihr, dass ich hier mehr Sukkulenten ansammeln und Pileas zum Beispiel. Das sind alles Pflanzenarten, die eine sehr, sehr intensive Sonneneinstrahlung mögen. Und je nachdem kann man dann eben seine Pflanzen im Gewächshaus dann anordnen. So, das einmal vorweg. Und jetzt zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie wir das Ganze bauen. Wir fassen hier noch einmal die Materialien für dich zusammen. Also, du brauchst eine Vitrine. Wir haben uns hier für die IKEA Woodstar entschieden. Du brauchst LED-Stripes mit 5000 bis 6500 Kelvin. Du brauchst zwei Ventilatoren bzw. pro Etage einen Ventilator. Du brauchst ein Heizkabel oder eine Heizmatte. Außerdem ein Thermo- und Hygrometer, das haben wir eben nicht erwähnt, aber es wird dir helfen, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in deinem Gewächshaus stets kontrollieren zu können. Außerdem doppelseitiges Klebeband, Dichtungsstreifen und Isolierband, um später die ganzen Kabel festzukleben. Und dann kann es auch losgehen. Der eigentliche Bau des Gewächshauses ist letztendlich ziemlich einfach und schnell. Beginnen wir mit dem Licht. Wie gesagt, brauchst du LED-Stripes mit 5000 bis 6500 Kelvin, da das Tageslicht ist und unsere Pflanzen damit wachsen können. Bringen wir das also an. Hier hat IKEA mitgedacht und direkt Löcher von hinten in die Vitrine eingelassen, falls man dort Lichter befestigen will. Allerdings passen unsere Kabel leider nicht durch diese Löcher, sodass wir uns da eine andere Alternative suchen müssen. Zuerst einmal haben wir den Deckel abgenommen. Wir lösen also die obere Leiste und schieben unsere Kabel dorthin durch. Je nachdem, welche Vitrine du dir besorgst, musst du hier schauen, wie du die Kabel irgendwie versteckt hinten langlaufen lässt. Nun kleben wir die LED-Stripes in den Deckel. Und fügen jetzt noch unsere Ventilatoren hinzu, damit alle Kabel hinten versteckt langlaufen können, bevor wir den Deckel wieder anschrauben. So, wir stecken das Licht ein. Und es funktioniert. Außerdem könnt ihr sehen, dass wir noch eine weitere externe Pflanzenleuchte angebracht haben, um der unteren Etage doch noch etwas mehr Licht zu bieten. Das ist aber euch überlassen und kommt auf die Lichtverhältnisse in euren Räumlichkeiten an. Jetzt müssen wir noch irgendwie diese unschönen Kabel nach hinten verlaufen lassen. Das Ganze machen wir dann mit dem Klebeband oder dem Isolierband. Dann bringen wir die Dichtungsstreifen an. Wir bringen sie fast überall an, wo wir einen Zwischenraum sehen. Es ist aber nicht so schlimm, wenn der ein oder andere Zwischenraum frei bleibt. Wie gesagt, hilft dir ein Thermo- und Hygrometer sehr gut, um stets die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in deinem Gewächshaus kontrollieren zu können. Und das bringen wir hier auch mit doppelseitigem Klebeband an der Rückwand an. Hier einmal ein Vergleich zu einem späteren Zeitpunkt, wo schon Pflanzen im Gewächshaus stehen und wir sehen, dass die Luftfeuchtigkeit stark gestiegen ist, also um 20%. Das Ganze funktioniert also sehr gut. Zuletzt müssen wir noch unser Heizkabel verlegen. Hierfür eignen sich tatsächlich sehr gut die Löcher, die hinten in die Rückwand eingelassen sind. Und wir lassen es hinten an der Wand entlang laufen. Nun noch für die Ästhetik die Scheiben wischen und von den ganzen Fingerabdrücken befreien. Ventilatoren an, Pflanzen hinein. Et voilà! Das Gewächshaus ist ein richtiger Blickfang.
Wir hoffen, dass euch dieses Video geholfen und inspiriert hat. Abonniert gern unseren Kanal für wöchentliche DIY-Inspirationen, denn jeden Freitag bekommt ihr hier ein neues Video von uns. Und folgt uns gerne auf unseren anderen Social-Media-Kanälen, denn dort findet ihr noch mehr DIY-Anleitungen und Inspirationen. Viel Spaß beim Horsten!